Leckerbissen für alle Kung-Fu-Fans kommt jetzt ins Kino. Die Depesche des Todes. Mit Billy Chang, dem unübertroffenen Meister der Jadeklaue. Einer Kung-Fu-Technik, die nur wenigen Eingeweihten bekannt ist. Und das ist Carl Scott, sein treuer Freund und Kampfgefährte. Sein Kung-Fu macht ihn zu einem gefährlichen Gegner. Gemeinsam kämpfen die beiden gegen die Herrscher der Unterwelt von Shanghai. Eine Armee moderner japanischer Samurais im mörderischen Duell mit den härtesten Kung-Fu-Kämpfern Chinas. Ihre Devise lautet: Sieg oder Tod. Die Depesche des Todes. Um die Bosse der Unterwelt herauszufordern, wagt sich Billy Chang in die Höhle des Löwen. Verstehen Sie, wenn er uns geholfen hätte, wäre mir etwas passiert. Ich kenne zwar jetzt eure Gründe, aber was habe ich damit zu tun? Du wirst deinen Vater überreden, uns zu helfen. Sicher wird es dir nicht schwerfallen, ihn zu überzeugen, die Dinge so zu sehen, wie wir es tun. Billy Chang im Kampf seines Lebens gegen eine Übermacht rücksichtsloser Gegner. Billy Chang und Carl Scott, das härteste Paar, das es je in einem Eastern gab. Sie kämpfen wie die Löwen. Kein Gegner hat eine Chance gegen sie. Ihr Ziel ist die Vernichtung der Unterwelt. Kung-Fu-Abenteuer voll Action, Dramatik und Rasanz. Die Depesche des Todes.